Guten Morgen, ihr wundervollen Christuslichter. Ja, und es ist schon erstaunlich, wie die Textfindung entsteht, die ich jeweils zu den Tageslektionen heranziehe. Manchmal wird mir einfach etwas eingegeben. Und manches Mal, so wie jetzt, ist es fast eher so wie so ein Tarot. Und es ist schon erstaunlich, also wirklich, wie das, was ich jetzt mit euch teilen möchte, eben ja einfach so unterstützend ist für unsere heutige Lektion. Kapitel 27, ein Kurs in Wundern, Römisch 3, jenseits aller Symbole. Jenseits aller Symbole. Ja, Symbole, was sind Symbole? Symbole sind ja, alle Formen sind Symbole, alle Wörter sind Symbole, Sprache ist eine Symbole, symbolisiert Formen, ne, und so weiter. Und Bilder sind Symbole, alles symbolisiert irgendetwas. Und im Grunde gibt es ja nur, ja, man kann eigentlich nur die Trennung symbolisieren, schlussendlich, denn es gibt ja nur. In der Wahrnehmung, Symbole sind immer für Wahrnehmung, in der Wahrnehmung bedeutsam, denn im Himmel gibt es keine Symbole und das heißt, es wird immer etwas symbolisiert, was mit Trennung zu tun hat, wobei es dann allerdings, wir können die Angst symbolisieren, aber es gibt eben auch Dinge, die die Liebe symbolisieren. Und das wollen wir jetzt mal schauen. Was er hier sagt, das Bild deines Bruders, das du siehst, ist ganz und gar abwesend und nie gewesen. Ne, das Bild meines Bruders ist ja auch ein Symbol, wofür es steht, dafür, welchen Teil meines Geistes ich gewählt habe, um ihn zu beurteilen. Tatsächlich ist er für mich sündenlos und unschuldig, schaue ich mit dem Heiligen Geist. Oder aber schaue ich mit meinen ganzen vergangenen Traumata und Erfahrungen mit anderen Beziehungen oder dies oder jenem, die ich dann projiziere auf meinen Bruder. Welches Bild habe ich von meinem Bruder? Ne, Schuld oder Unschuld? Ne, ist er für mich ein Bösewicht oder und ein Feind? Oder ist er für mich der heilige Bruder, eins an Heiligkeit mit mir. Und er sagt hier, egal was du siehst, es ist völlig egal, was du siehst, es ist ganz und gar abwesend und nie gewesen. Selbst wenn wir ein wunderschönes Bild des Bruders wahrnehmen, ein angenehmes, ein liebenswertes, ist selbst das nie gewesen und ist im Bereich der Illusion. Denn es sind immer noch Bilder. Im Himmel gibt es keine Bilder. Es ist immer noch Trennung. Ne? So lass denn den leeren Raum, den es besetzt, als unbesetzt gesehen werden. Und die Zeit, die darauf verwendet wird, um es zu sehen, als untätig verbracht, als unbesetzte Zeit. Ne? In Wahrheit ist da leerer Raum. Das heißt, wir haben ja mit dem Ego Dinge gemacht. Dinge, Körper und Dinge, Formen, die voneinander offensichtlich getrennt sind. Und zwischen diesen Dingen, zwischen diesen Formen ist scheinbar nichts, ist Luft, ne? Was wir Luft nennen, leerer Raum, da nehmen wir nichts wahr. Wir nehmen nur die Formen wahr. Wahrnehmung braucht immer Formen zum Wahrnehmen, also Bilder, ne? Und der Raum, den können wir ja eigentlich so gar nicht richtig wahrnehmen, ne? Und an anderer Stelle im Kurs sagt Jesus, du siehst etwas, wo in Wirklichkeit nichts ist, weil die Formen sind ja meine Träume, meine Projektionen, meine. Ja, ist ja die Illusion. Und du siehst nichts, wo in Wirklichkeit Gott ist. Ne, der leere Raum, da ist wirklich Gott, wo du keine Formen mehr reinpackst. Ne, da ist Gott. Und deswegen
Lass den leeren Raum, die Formen besetzen ja den leeren Raum. Ne? Lass ihn jetzt unbesetzt sein lassen. Vergib die Illusionen, lass sie los. Durchschau die Illusionen. Ja? Und die Zeit, die du darauf verwendest, ja, bewerte sie mit dem Heiligen Geist richtig. Es ist nutzlos. Es ist eine sinnlose Zeit, ja, die du darauf verwendest, die Formen zu sehen. Ein leerer Raum, der nicht als gefüllt, ein ungenutztes Zeitintervall, das nicht als verbracht und voll besetzt gesehen wird, werden zu einer stillschweigenden Einladung an die Wahrheit einzutreten und sich heimisch zu machen. Deswegen ist es eben auch so, dieses Ding, sich nicht immer zu beschäftigen. Denn wer beschäftigt sich denn ständig? Das ist doch der, der eigentlich flüchtet vor der Stille, vor dem Jetzt, vor dem Sein. Ich muss immer irgendwas tun. Oder aber ich habe 1000 Termine und ich muss und ich muss und ich muss und ich bin im Stress, mein Herz geht hoch und so weiter und so weiter. Passt auch zur heutigen Lektion, ne? Wo wir gleich hinkommen werden. Denn was du leer lässt, wird Gott füllen. Und wo er ist, da muss die Wahrheit wohnen. In der Stille empfangen wir sein Wort. Wenn wir zurücktreten, empfangen wir Gott. Ungeschwächte Macht ohne Gegenteil, das ist es, was die Schöpfung ist. Ungeschwächte Macht ohne Gegenteil, das ist es, was die Schöpfung ist. Und wahres Aufheben aber muss gütig sein. Und somit ist der erste Ersatz für dein Bild ein anderes Bild von einer anderen Art. Und das ist sehr interessant. Denn, erstes Mal sagt er hier, wahres Aufheben aller Dinge oder das wahre Aufheben der Illusion, zum Beispiel auch, wie wird die Welt enden? Ne, gütig, sanft. Ne? Sie kann nicht in der Zerstörung enden. Das ist kein Ende. Das ist ja immer noch, das Ego ist auf dem Thron. Solange es in Gewalt und Zerstörung, Apokalypse und so weiter endet. Nein, Aufheben muss gütig sein. Und deswegen bekommen wir erstmal, der Heilige Geist ersetzt das Bild, was wir gemacht haben, ein Bild der Trennung, durch ein gütiges Bild, durch ein schönes Bild, durch ein glückliches Bild, durch ein Friedensbild. Wir können deswegen können wir auch statt all den Dingen, die wir gemacht haben, die wir mit dem Ego betrachten, können wir mit dem Heiligen Geist Frieden sehen. Das heißt, das wird dann, ist dann auch der glückliche Traum, dass wir beginnen, die wirkliche Welt wahrzunehmen, die immer noch ein Symbol ist. Aber es ist einem ein Ersatz für das Bild, was wir gemacht haben. Und das ist notwendig, denn damit wir in Frieden, dass wir wirklich in Frieden sind. Ne, zuerst also bekommen wir ein neues Bild. Und so wie das Nichts nicht abgebildet werden kann, so gibt es kein Symbol für die Totalität. Es gibt kein Symbol für den Himmel. Ne, schlussendlich. Die Wirklichkeit wird letztlich ohne Form erkannt, unabgebildet und ungesehen. Vergebung ist das Mittel, durch das die Wahrheit vorübergehend dargestellt wird. Sie lässt den Heiligen Geist das Austauschen von Bildern möglich machen, bis zu der Zeit, da Hilfen bedeutungslos sind und das Lernen abgeschlossen ist. Ne? Die Erkenntnis, also Erkenntnis, Gott erkennen, mein Selbst als Christus wirklich erkennen, sein, da ist keine Form mehr, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr an Form, da ist nur noch dieses Sein, was wir, das Ego sehr fürchtet, ja. Aber was wir lieben das Sein in Wahrheit. Und solange wir vom Ego geführt sind, sind wir in der Angst vor vor dieser Erlösung, vor dem Sein. Aber wir lieben es in Wahrheit. Das Sein ist der schönste Zustand,
Zustand ist auch ein symbolisches Wort, weil es nicht mal mehr ein Zustand ist, das reine Sein. Aber jetzt mal, um es in Worte zu fassen, es ist der schönste Zustand, den man sich überhaupt vorstellen kann. Einfach reine Präsenz, reine Gegenwart, ohne Gegenteil, wie wir gerade gelesen haben. Die Schöpfung hat kein Gegenteil. Und die Vergebung ist das Mittel, ne, durch das die Wahrheit vorübergehend dargestellt wird. Also das neue Bild, ja, die wirkliche Welt. Ein schönes Bild. Ja. Vergebung am Ende, dann am Ende, wenn die Vergebung vollständig ist, Vergebung, dann verschwindet die Vergebung, Symbole verblassen und nichts, was Augen je gesehen haben und Ohren je gehört, kann noch wahrgenommen werden. Es ist keine Wahrnehmung mehr. Eine gänzlich grenzenlose Macht ist gekommen. Nicht um zu zerstören, sondern um ihr Eigen zu empfangen. Ne, Gott kommt, um sein Eigen, um seinen Sohn zu empfangen und zu feiern. Heiße die Macht willkommen, heiße Gott willkommen, die jenseits der Vergebung und jenseits der Welt der Symbole und der Begrenzungen ist. Er, der Vater, möchte einfach sein und somit ist er. Einfach. Ja, das ist sehr, sehr schön und das passt sehr schön zu unserer heutigen Lektion, die man ansonsten auch wieder gerne mit missverstehen kann. Lektion 267. Mein Herz schlägt in dem Frieden Gottes. Und lasst uns nur mal einen Augenblick diesen Gedanken kosten. Mein Herz schlägt in dem Frieden Gottes. Das bedeutet, mein Herz, mein System, mein Körpersystem ist ruhig. Und das ist das vorübergehende Bild, das ist das Ersatzbild, dass unser Körpersystem in Frieden ist und ruhig ist. Kein Stress, nichts. Wenn wir vergeben. Jetzt sagt er hier, um mich herum ist all das Leben, das Gott in seiner Liebe schuf. Diesen Satz kann man jetzt schon volle Kanne falsch verstehen mit dem Ego. Ah, sagt das Ego, und schon ist es wieder auf dem Thron. Ach, all das hier, die Natur, die Vögel, die Menschen, das hat alles Gott erschaffen. Nein, nein und nochmal nein. Es geht um den Raum zwischen den Dingen, den wir gar nicht wahrnehmen, selbst wir gar nicht wahrnehmen, diesen Raum. Ja? Darum geht es. In Wahrheit gibt es nur Gott. In Wahrheit gibt es nur das Ewige, das Heilige, die Schöpfung, die kein Gegenteil hat. Und das ist wirklich um mich herum. Ja? Die Formen, die Illusionen, die sind nur in meinem Traum um mich herum. Das ist nur scheinbar da und die kommen und gehen, aber die haben keine Wirklichkeit. Ja? Und all dieses Leben, es ruft mir zu in jedem Herzschlag und in jedem Atemzug, in jeder Handlung und in jedem Gedanken. Und was ruft es mir zu? Es ruft mir zu, komm, durchschau mich, durchschau mich, durchschau mich. Das ruft es mir zu. Ja, durchschau mich, durchschau, durchschau es, durchschau es. Ja, und deswegen. Friede erfüllt mein Herz und überflutet meinen Körper mit dem Sinn und Zweck der Vergebung. Wow, ich liebe diesen Satz. Ich liebe diesen Satz. Mein Körper wird überflutet mit dem Sinn und Zweck der Vergebung. Und das bedeutet doch, jeder Atemzug, jedes Ding, was ich wahrnehme und jeder Herzschlag, alles ruft mir zu, vergib, vergib, vergib. Nimm die Dinge anders wahr. Es gibt eine andere Art, die Welt zu betrachten. Betrachte sie mit mir, sagt der Geist der Liebe, der Heilige Geist. Ja, und dadurch wird unser Herz erfüllt mit Frieden, weil wir die Dinge nicht mehr ernst nehmen, auf die wir schauen. Wir durchschauen, wir durchschauen. Ja, warum war das Herz vorher aufgeregt? Warum ist unser System überhaupt aufgeregt? Warum geschehen Krankheiten? Warum geschehen die Dinge? Weil wir reagieren auf
Dinge, die wir wahrnehmen, weil wir sie als Bedrohung empfinden und als ernst nehmen. Ja, deswegen reagiert da was. Jetzt wird mein Körper durchflutet mit der Vergebung. Ich durchschaue, ich brauche das ja gar nicht ernst nehmen. Ich kann das ja ganz anders sehen. Und dann kann ich Frieden haben. Ja. Und für mich ist das wirklich, weil mein Herz zum Beispiel, mein Herzchen, das hat so die Tendenz so zu schnellerem Schlagen und so. Ne? Und es gab eine Zeit, wo ich dachte, ich bin krank deswegen. Und weil ich das dachte, dass ich krank bin, hat es das natürlich bewiesen. Dann hat es erst recht schnell geschlagen und so. Ne? Und ist es erstmal gar nicht mehr runtergekommen. Das war dann noch bedrohlicher. Und jetzt ist es mittlerweile wirklich so, das ist, mein Herzchen darf tun, was es tut. Ich lasse es tun, ist völlig okay. Und ich lasse es los, ich lasse es sein. Und dann wird es von selber ruhig. Ich bewerte das nicht mehr. Ich durchschaue das. Der Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Es ist der Geist, der die Ursache aller Dinge ist. Der Geist ist die Ursache, wenn da was aufgeregt ist. Ja, lasst uns unseren Körper durchfluten. Der Geist wird durchflutet mit dem Sinn und Zweck der Vergebung und dehnt das auf den Körper aus. Ja, und dann haben wir ein neues Bild des Körpers auch. Jeder Herzschlag bringt mir Frieden, jeder Atemzug flößt mir Stärke ein. Ah, Moment, und hier habe ich noch, Moment, jetzt ist mein Geist geheilt, das habe ich jetzt noch. Das ist noch der Satz dazwischen, der auch wichtig ist, ja? Nachdem unser Körper durchflutet wird. Jetzt ist mein Geist geheilt und alles, was ich brauche, um die Welt zu erlösen, wird mir gegeben. Ist das nicht wundervoll? Was brauche ich, um die Welt zu erlösen? Die Vergebung, meine Funktion, die Schau Christi, meinen Bruder sündenlos sehen. Und jeder Herzschlag bringt mir Frieden, jeder Atemzug flößt mir Stärke ein. Ich bin ein Bote Gottes, gelenkt von seiner Stimme, in Liebe von ihm unterstützt und für immer still und in Frieden in seinen liebevollen Armen gehalten. Und das ist so schön, weil wenn wir alles, was nötig ist, ist, stell Gott an die erste Stelle. Ja, erst Gott. Gott ist für mich das Wichtigste, okay? Und dann bin ich, dann kann ich vertrauen. Ich nehme meine Funktion wahr. Gott bittet mich, nimm deine Funktion wahr. Und wenn ich das tue, dann kann ich vertrauen. Ich kann mich voll loslassen in seine Arme. Und ich weiß, ich bin geborgen und ich bin gehalten. Und dieses Gefühl, das hatte ich früher nie. Und das habe ich jetzt zunehmend immer mehr und immer mehr und immer mehr. Praktisch in der Erfahrung, dass ich fühle, wow, ich brauche mir keine Sorgen machen, ich bin gehalten. Ja, das ist so ein Segen, es ist eine Gnade pur. Jeder Herzschlag ruft seinen Namen und jeder wird beantwortet von seiner Stimme, die mir versichert, dass ich in ihm zu Hause bin. Ah, ist das schön. Ja. Lass mich auf deine Antwort hören. Nicht auf meine eigene. Seine Antwort. Lass mich die Illusion durchschauen. Lass es mich durchschauen. Lass mich die Dinge durchschauen. Lass mich die Formen durchschauen. Lass mich meine Wahrnehmungen durchschauen. Vater, mein Herz schlägt in dem Frieden, den das Herz der Liebe schuf. Das Herz der Liebe ist jetzt Kapitelchen, Herz ist auch in Kapitelchen geschrieben hier, den das Herz Gottes, Gott, den Gott selber, Gott ist das Herz der Liebe, wunderschön schuf, der Frieden Gottes. Dort und dort allein kann ich zu Hause sein und dort ist hier, wo ich bin und überall, ich kann überall mich geborgen fühlen, ja. Das ist die Geborgenheit, ist eine innere, ist etwas Inneres. Ja. Ja, das ist die, kann man wirklich sprechen von einer Heilkraft. Die Vergebung hat Heilkraft, ja. Ja, Heilkraft, das kann man wirklich sagen. Ja, und vielleicht mögt ihr ja, der ein oder andere unter euch, mal teilen,
welche Erfahrung von Heilkraft ihr mit der Vergebung gemacht habt. Das ist auch unterstützend für die ganze Community. Ja, eure Beiträge unterstützen sowieso den ganzen Auftrag, die ganze Botschaft und die Community. Danke, danke dafür. Ja. Sei gesegnet und durchschau mit mir, lasst uns gemeinsam durchschauen all das, was nicht von Gott ist. Und das ist eben alles hier. Bis morgen.